ehemalige Fußball-Vize-Weltmeister Christoph Metzelder ist wegen Weiterleitung von Kinderpornografie zu 10 Monaten Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Was ich von diesem Urteil halte, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Schau dir dieses Video bis zum Ende an, da wird es besonders spannend. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich über ein Abo freuen und vielleicht läutest du auch sogar die Glocke, dass du immer Nachricht bekommst, wenn es von uns neue Videos gibt. In meiner Brust schlagen hier zwei Herzen. Einmal juristisch und das zweite ist, ich bin eben auch Vater von Kindern und muss ehrlich sagen, diesmal fällt es mir wirklich schwer, juristisch objektiv an die Sache ranzugehen. Christoph Metzelder ist zu 10 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Strafmaß wird viel diskutiert, es werden Vergleiche rangezogen, zu Steuerhinterziehern zum Beispiel, die ohne Bewährung davongekommen sind. Dagegen habe ich mich bisher immer so ein Stück weit verwehrt und juristisch gesagt, man kennt den Akteninhalt nicht und man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Offen gestanden fällt es mir diesmal besonders schwer. Vorab, der Bundestag hat Ende März entschieden, dass genau solche Fälle, also wenn Kinder sexuell missbraucht werden, Fotos und Bilder davon gemacht werden, solche Aufnahmen verbreitet werden oder auch der Besitz von solchen Aufnahmen künftig grundsätzlich als Verbrechen bestraft werden. Das ist durch den Bundestag gegangen. Gesetz ist es noch nicht, wird in den nächsten Monaten kommen. Das heißt künftig mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe. Die kann allerdings dann auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Das heißt, viel strenger wäre Metzelder auch nicht davon gekommen nach diesem neuen Gesetz. Was ich aber ganz interessant finde, wenn man sich die Diskussion um die Verschärfung des Gesetzes anschaut, da hat sich eine Sachverständige, vor allem die Frau Professor Tatjana Hörnle vom Max-Planck-Institut aus Freiburg hervorgetan. Die hat nämlich scharf kritisiert, dass genau dieser Tatbestand, um den es hier geht, verschärft wird. Sie hat gesagt, nicht nur beim Missbrauch, auch die Anhebung der Mindeststrafen beim Umgang mit kinderpornografischem Material gemäß § 184b StGB stößt bei den Sachverständigen weitgehend auf Ablehnung. Alle Handlungen des Tatbestandes sollen zum Verbrechen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr hochgestuft werden, darunter auch der Besitz. Hörnle kritisierte, dass das Strafmaß beim Besitz, also genau das, was Metzelder hatte, Besitz und auch Weiterleiten, nicht immer dem konkreten Ausmaß des Unrechts entspreche. Dem Gesetzesentwurf liege die fehlerhafte Annahme zugrunde, dass Personen, die solche Bilder besitzen und tauschen, immer dieselben Personen seien, die die Kinder missbrauchen oder diese filmen. Die Strafe für die Vergewaltigung oder den Missbrauch eines Kindes muss deutlich schwerer ausfallen als die für das Betrachten der Bilder davon am Bildschirm. Frau Kollegin Professor Dr. Tatjana Hörnle, das sehe ich völlig anders. Natürlich muss der tatsächliche Missbrauch der Kinder noch viel und weitaus massiver bestraft werden, aber dass man das Strafmaß für das Betrachten und auch für das Weiterleiten von solchen Bildern nach oben zieht, das dürfte sich spätestens seit dem Fall um Christoph Metzelder von selbst erklären. Weil auch Sie verwechseln hier Äpfel mit Birnen. Das tatsächliche Missbrauchen, die Vergewaltigung, der sexuelle Missbrauch ist natürlich nochmal eine ganz andere perverse Qualität. Aber hier geht es darum, dass diejenigen wie der Metzelder, die sich solche Bilder anschauen, und er hatte, glaube ich, 264 Bilder davon auf seinem Handy teilweise, und da gehe ich gleich noch näher drauf ein, in übelster Art und Weise, und hat diese Bilder auch weitergeleitet. Es geht darum, genau das zu bestrafen. Denn wenn es diejenigen wie den Herrn Metzelder nicht gäbe, dann gäbe es auch nicht diejenigen, die solche Bilder ins Netz stellen. Also das eine bedingt hier das andere und daher bedarf es auch einer enormen Strafe derjenigen Perversen, die sich solche Bilder anschauen. Ich möchte auf einen Spiegelartikel hier näher eingehen, denn der Spiegel hatte wohl offensichtlich einen Reporter bei Gericht und hier gibt es einige Zitate von Statements von Metzelder, dessen Anwalt und von der Richterin. Metzelder sagte wohl, er habe sich in einer digitalen Parallelwelt befunden. Beim Wort Schuld bricht seine Stimme. Neben der strafrechtlichen Bedeutung, so Metzelder, geht es hier um eine moralische Schuld. Er sei sich bewusst, dass hinter jeder seiner Taten ein Verbrechen stehe. Ich möchte Sie hier im Saal stellvertretend für die Opfer von sexueller Gewalt um Vergebung bitten. Dann
weint er, der Ärmste. Als die Staatsanwältin Katrin Radke die Anklage verliest, blickt ihr Metzelder dabei fast 30 Minuten lang ins Gesicht. Es geht um 297 Dateien mit kinder- und jugendpornografischem Inhalt, die Ermittler auf seinem Handy gefunden haben sollen. Metzelder soll 3 Frauen solche Dateien per WhatsApp geschickt haben, insgesamt 27 Bilder und 2 Videos. Die Staatsanwältin beschreibt dabei auch die manche Bilder im Detail. Zu sehen seien teilweise oder ganz entkleidete Jugendliche, jünger als 14 Jahre. Ein Bild zeige ein Mädchen, jünger als 10 Jahre, das Oralverkehr ausführe. Auf einem weiteren sei ein Kleinkind zu sehen, dessen Beine auseinandergedrückt würden. Wie widerlich ist das? Metzelder macht sich Notizen, während die Staatsanwältin vorliest, dann äußert sich sein Verteidiger, Professor Dr. Ulrich Sommer, ein ganz spezieller Kollege. Der Gesetzgeber meine, so der Kollege Sommer, den Schutz von Kindern verbessern zu können, indem er den Umgang mit den beschriebenen Bildern kriminalisiere, sagt Sommer. Es hört sich so an, als würde er nicht viel davon halten. Also wenn man schon sagt, der Gesetzgeber meint, den Schutz der Kinder zu verbessern, wenn man den Umgang mit Bildern kriminalisiere, ja, was soll der Gesetzgeber denn sonst machen, als diejenigen, die sich solche Bilder anschauen und vielleicht sogar weiterleiten und da sexuell erregt sind, als das zu kriminalisieren? Was soll man denn anders machen, Herr Kollege? Die Öffentlichkeit sei im Umgang mit dieser Strafform nicht geübt, sagt der Verteidiger. Ja, wäre ja noch schöner. Laien würden die entsprechenden Bilder als schrecklich oder anstößig bezeichnen. Im Strafgesetzbuch gehe es aber nicht um Anstößigkeit. Ja. Das Strafrecht schütze Rechtsgüter, nicht Gefühle. Er, Sommer, gehe davon aus, dass diesem Anspruch vor Gericht Genüge getan werde. Seine Ausführungen sind ein Appell, weniger moralisieren, sondern nüchterner auf die Vorwürfe zu blicken. Da bleibt mir wirklich die Spucke weg. Wie kann man derart argumentieren in einer Verteidigung, der solche Vorwürfe zugrunde liegen? Da muss ich ehrlich sagen, das ist pietätlos und geschmacklos, Herr Kollege Sommer. Natürlich geht es um eine objektive juristische Betrachtung, aber auch der Vorwurf war objektiv und diesen Sachverhalt geht es zu bewerten. Und natürlich steckt auch im Strafrecht eine Moralisierung dahinter und eine Pönalisierung des Ganzen. Und wenn nicht hier, wo denn sonst? Dann hat Herr Metzelder eine Einlassung abgegeben und dann hat er ein Teilgeständnis abgelegt. Ja, er habe auf frei zugängliche Internetseiten inkriminierte Bilder gefunden und diese dann verschickt, sagt er. Metzelder redet davon, in Chats Extremfantasien ausgetauscht zu haben. Ich will gar nicht wissen, was er damit meint. Vom selbstsicheren Auftreten ist in diesem Moment nicht mehr viel übrig. Metzelder wählt fragwürdige Formulierungen, spricht von der Faszination des Unaussprechlichen, vom Reiz der Grenzüberschreitung. Doch was genau soll an Bildern von missbrauchten Kindern faszinierend sein? Wo liegt der Reiz? Dazu sagt er nichts. Die Richterin geht in ihrem Urteil später darauf ein, Metzelder müsse zwar ein öffentliches Interesse hinnehmen, das sei nun mal die Kehrseite seiner Berühmtheit, andererseits erkenne sie auch eine vorweggenommene Bestrafung, eine Stigmatisierung. Metzelder habe keine beruflichen Aufträge mehr bekommen. Zudem würde Metzelder bereits eine Therapie machen und er hat echte Reue gezeigt, sagt die Richterin. Und da muss ich ehrlich sagen, ich war jetzt bei dem Strafprozess nicht dabei und normalerweise muss ich mich als Jurist davon auch dann distanzieren. Aber das klingt alles nicht nach echter Reue, dieses Teilgeständnis. Sie verurteilt Metzelder zu 10 Monaten auf Bewährung, weil er einer anderen Person in 26 Fällen an kinderpornografischen Schriften verschafft hat und weil er selbst kinderpornografische Schriften besessen hat. Weisungen und Geldauflagen gibt es nicht für Metzelder. Das Verfahren werde ihm als Warnung dienen, sagte Richterin Stammer-Johann noch. Alles, was ich jetzt noch dazu sagen könnte, dürfte mit ziemlicher Sicherheit strafbewehrt sein. Deswegen lasse ich es lieber. Ich glaube, das spricht für sich. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.